Hey Leute, was geht ab? Früh am Morgen, was heißt ja morgen? Wir haben ja schon Mittag, wir haben kurz, ich sehe es gerade, 10:45. Mike ist hinten am Strampeln, aber den seht ihr jetzt nicht. Cool. Heute werde ich euch nochmal viele Sachen jetzt erstmal um die Ohren schmeißen. Ja? Und zwar, sorry, dass im letzten Video die Musik so laut war. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen runterregeln. Da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Ich habe ein paar Probleme mit dem blöden Schneideprogramm. Und das ärgert mich mega. Ja, das ist dieses Magix Pro X, was ich habe. Und das, uncooles Programm. Ja, das macht keinen Spaß. Oder nicht so viel Spaß mit dem Programm. Es bleibt öfter mal hängen. Ich habe da echt ein paar Probleme mit dem Ding. Aber ich bleibe besten Gewissens dran. Und so, jetzt direkt nochmal. Ich würde gerne nochmal ein paar Grüße raushauen. Und zwar beste Grüße jetzt nochmal für die letzten Kommentare unter dem letzten Video. Für den Apparato. Ja, Apparato, sein Kommentar. Und ich wollte euch nochmal aufmerksam machen auf seinen Kanal. Ich werde zum Schluss auf seinen Kanal nochmal so einen Button quasi entweder da oder da in die Ecke setzen, dass ihr den gerne klicken könnt. Und der hat jetzt das letzte Video zusammengeschnitten für Ultimate Boxing. Ja? Schaut bei dem auf jeden Fall mal rein. Der macht echt geile Zusammenschnitte und lasst ihm gerne mal ein Abo da. Ja, das ist, der spammt euch nicht voll, ja, aber macht immer richtig geilen und lustigen Content für zwischendurch. Hammer. Ja. Der hat immer noch keine 100 Abonnenten, aber bei dem geilen Content, gell, ist es echt krass. Der hat auch viele Klicks, aber ich würde ihn gerne mal unterstützen und euch nochmal auf ihn aufmerksam machen, dass ihr bei dem auch mal so das Abo-Zeichen und die Glocke aktiviert, gell, was ihr bei uns auch machen solltet, um kein Video zu verpassen. Gut, dann vielen Dank an Dennis Wurm, sein Kommentar. Vielen Dank für deinen Support, da freue ich mich. Und auf jeden Fall auch vielen Dank an Spätzle mit Soße. Hier, sein Kommentar, den kriege ich aber leider nicht komplett rein. Das war nämlich ganz groß, ganz viel, was er geschrieben hat. Und Spätzle mit Soße, ich habe da mal ein Video mitgemacht. Da habe ich aus dem Shop, glaube ich, rausgefilmt. Das ist die Action Zone in Bangkok. Das ist so mein Lieblingsshop, wo es auch Twins-Handschuhe gibt. Aber die sind nicht hauptsächlich auf Twins spezialisiert. Ich glaube Whitney oder Whitney und was hat meine Freundin? Diese Faith oder wie die Dinger heißen, ja, die ganzen neuen Marken. Also bei dieser Action Zone gibt es rundherum noch neben der Action Zone rechts noch zwei Geschäfte, ja, die Thai-Box-Artikel verkaufen. Das sind ganz kleine Shops, ja, aber da gehen die Leute immer hin, weil die gute Preise machen. Ja, du hast nicht die Riesenauswahl, aber die haben gute Preise. Ja, dann habe ich ein Video gemacht über den Top King Shop, aber du hast hier mit Twins bessere Erfahrungen gemacht. Leute, nichts gegen Top King, aber die neuen Top King, die ich mir gekauft habe, der Klettverschluss, der schließt nicht richtig. Ja, der ist einfach minderwertig und da sind meine Twins auch besser dadurch. Ja, besser als die Top King, die ich euch gezeigt habe, obwohl ich die auch ganz gerne anziehe, weil die einfach geil aussehen, diese goldenen Schlangenoptik. Ja. So, aber ich bin ja sowieso so ein Boxhandschuh-Fetischist und sammle gerne und gebe euch auch gerne meine Erfahrung weiter. Ja, aber Geschmäcke sind verschieden und ich habe auch nichts gegen Venom. Ja, Venom, geil, die machen echt coole Sachen. Ja. Nur Venom tragen halt sehr viele. Ja, und auch berechtigt, weil es geile Sachen sind. Aber ich bin immer so der Exot. Ja, ich versuche mir immer so verschiedene Sachen zu suchen, die vielleicht nicht so viele tragen. Ja, oder ja, halt sowas. Damit ich euch immer was Spezielles zeigen kann. Und ich steche ganz gerne immer so ein bisschen aus der Menge heraus. Ja, und das ist so mein Ding. Okay, cool. So, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich werde dir nochmal unter das Kommentar vielleicht nochmal einen Link reinhauen, wo du zu dem Shop nochmal was findest. Ja? Cool. Und tada, jetzt geht's weiter. Und hier geht's weiter. Und zwar unser Power Rack hier. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Ne? Die Sachen, die haben alle so verschiedene Namen. Ihr könnt es ja nennen, wie ihr wollt. Ja? Hauptsache, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich euch das Ding so zeige, wisst ihr, was ich meine. Ja? Also hier kann man nämlich die Stangen immer einheben, ja, und kann dann zum Beispiel Squats, also hier Kniebeugen machen mit den Stangen oder ja, kannst du besser rauskriegen, kannst auch Bankdrücken mit dem Ding machen, ist ganz cool. Okay, ich will euch aber was anderes zeigen, und zwar habt ihr es ja schon in der Überschrift gesehen,
100 Liegestützen in einer Woche lernen. Ja. So, kleiner Clickbait-Titel. Und zwar, um 100 Liegestütze hinzukriegen, müsst ihr halt pumpen und irgendwann klappt's oder ihr hört vorher auf, weil es euch zu langweilig wird. Und wir haben jetzt in der Gruppe eine Liegestützen-Challenge laufen. Ja, das heißt, in der WhatsApp-Gruppe, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, dann müsst ihr einfach dem Link folgen und dann kommt ihr bei uns in die WhatsApp-Gruppe rein. Und ich habe als Vorgabe gesagt, ich will fitter werden. Ja, ich meine, die Ärmchen, die könnten mal ein bisschen mehr vertragen. Und ich möchte jeden Tag 30 Liegestützen machen. Einfach nur für meine Fitness, für meine Grundfitness, um mich besser zu fühlen, auch mental, psychisch. Ja, dass ich einfach jeden Tag was gemacht habe. Ja. Und mindestens meine 30 Liegestützen will ich jeden Tag machen. Und die anderen Leute, die konnten selber eine Zahl festlegen und ein paar ziehen auch mit. Und da gibt es sogar einen, der macht jeden Tag 50. Ja, und es gibt einen, der macht jeden Tag 20 mindestens. Ja, und das ist okay. Ja, ja. Vor allem auch, wenn ihr nur 5 machen würdet, ja, auch cool. Ja, so. Jetzt wollte ich euch aber nochmal, euch auch, alle anderen, die nicht in der Gruppe sind, motivieren. Und schauen ja auch ein paar zu, die denken, ach scheiße, Liegestützen, wie fange ich das Ganze an? Und wie mache ich das am besten? Und die Liegestützen, die gehen ja hauptsächlich nicht auf den hier, den ich ja euch gezeigt habe gerade eben, sondern hier, auf den. Ja, das ist der, der unten durchhängt, ja, der Trizeps. Wenn ihr euch wegstößt, ja, diese Bewegung, ja, und die braucht ihr auch hier beim Schlag, sehr extrem. Ja. So, deshalb sind Liegestützen geil, aber in der richtigen Form auch. Ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten zeigen. Cool. Und für den Anfang, falls ihr das noch nicht so gut kennt, könnt mit den Liegestützen, macht ihr das mit Winkeln. Ja, das heißt, ihr sucht euch einen Winkel aus. Der ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ich gehe hier ein bisschen tiefer. Und schaut es euch an. Jetzt ist die Stange tief, ja, und ihr braucht euch dann nicht auf den Boden legen. Ihr könnt euch daheim einen Tisch nehmen. Bitte aufpassen, kein Fail produzieren, nicht, dass der Tisch umkippt und ihr kriegt dann die Kante ins Gesicht. Nee, so was Festes, ja, oder von der Couch das Rückenstück oder was weiß ich, ja, wo ich einfach gegenlehne, mit den Beinen ein bisschen weggeht, ja, schaut, dass ihr keine Socken anhabt, dass ihr nicht wegrutscht, ja, und dann pusht ihr euch einfach nur hier zur Stange ran oder beziehungsweise zur Kante und pusht euch dann wieder weg, ja, locker ran und wieder weg, ja. So, das sind so die einfachsten Liegestützen, die ihr machen könnt, weil ihr nicht die komplette Belastung von eurem oberen Körper quasi auf den Armen habt. Ja, so verteilt sich das erstmal im Winkel. Ja, und wenn ihr euch stärker fühlt, dann geht ihr einfach einen Winkel runter. Dann könnt ihr unten so einen Hocker nehmen oder sowas, ja, wo ihr einfach tiefer ansetzt. Ja. Und je tiefer ihr kommt, ja, durch diese Winkelverlagerung, kriegt ihr einfach mehr Druck dann quasi auch auf die Arme drauf, ja, und könnt dann hier besser pushen. So. Okay, cool. Jetzt könnt ihr natürlich auch eine Nummer härter gehen. Ich tue euch mal ganz kurz mal verstellen. So, ich hoffe, ihr bleibt scharf. So, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier schaffe. Ich probiere es einfach mal. Jetzt wird es akrobatisch. Ich hoffe, ich produziere keinen Fail. Und zwar, so wie ihr runtergeht bis zum Boden. Hier in der Position seid ihr in der Nullstellung für mich. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn ihr hier Liegestützen macht, ist ja das, was man kennt. So, und genauso, so wie ihr einfach angefangen habt, von oben runter zu arbeiten, ja, wenn ihr irgendwann mal am Boden seid, macht ihr die normalen Liegestützen ganz normal. Wenn ihr dann wieder steigern wollt, ja, hilft es auch, mehr Druck auf die Arme zu kriegen, wenn ihr die Beine quasi über die Höhe dann quasi hochbekommt. Ja, und wenn ich mich hier abstütze, habe ich hier viel mehr Druck auf den Arm. Ja. Und dann werden die Dinger wieder viel schwieriger. Ja? So, okay, cool. Und so viel dazu. So könnt ihr anfangen und später, wenn ihr mal Profis seid, könnt ihr euch wieder steigern, indem ihr mehr Kraft aufbaut. Oder ihr zieht euch Gewichtswesten an oder was weiß ich. Ja, setzt euch eure Kinder hinten auf die Schultern, die freuen sich dann auch. Cool. Und wie sollte das Ganze nochmal im Boden aussehen? Das zeige ich euch jetzt. So, wir kommen hier unten auf den Boden der Tatsachen. Ich habe nicht gesorgt, hier haben wir noch ein paar Futter rumliegen, egal. So, schaut mal her. Und zwar, Fehler, die meisten Fehler, die Leute machen, ist, die fangen an. Und was macht der Rücken? Der hängt dann so durch. Ja, ich glaube, ich hätte ein anderes T-Shirt anziehen müssen, dann würdet ihr das besser sehen. Hohlkreuz, ja, ganz gefährlich. Oder hier sowas hier. Dann macht man hier sowas. Oder der Arsch ist zu hoch. Ja.
Obwohl die gehen dann nochmal viel mehr auf die Schulterpartie. Ja? Da gibt es auch Möglichkeiten, halt hier um die Schulter nochmal ein bisschen zu pumpen. Wenn man nicht mit dem Arsch hochgeht, ja? Rücken ganz gerade lässt, sondern hier die Dinger pumpt, die sind wieder anstrengend und ziemlich geil. Ja? Aber nicht, wenn ich Körperspannung halten will. Ja? Das ist dann mit der Plank vergleichbar. Ja? In der Plank versuche ich hier die Körperspannung gerade zu halten und genau das gleiche versuche ich auch bei den Liegestützen. Was euch hilft ist, im Boden leicht anzufangen, ist zum Beispiel Dinge auf den Knien zu machen. Aber wie mache ich sie auf den Knien? Da müsst ihr wieder aufpassen. Ja? Die Beine am besten nicht überkreuzen, ja? Sondern gerade einfach nur zusammenbringen. Ja? Einfach nur zusammenbringen und so wie ihr seid, so am Boden liegend, ja? Von den Schultern über den Arsch bis zu den Knien eine gerade Linie bilden. Ja? Und ganz cool ist es, wenn ihr einen Spiegel habt, wo ihr mal drauf schaut. Ja? Und dann pusht ihr euch genauso wie ihr seid einmal hoch. Ja, und legt euch wieder ab. Ja, legt euch ruhig komplett ab, entspannt die Muskulatur. Die sind zum Teil anstrengender als die, wenn ihr einfach nur durchpumpt. Ja, also, einmal hoch, ja, und wieder ab. So. Der Fehler ist meistens bei den Damen auch, die Liegestützen werden auch oft Frauenliegestützen genannt. Ich hasse solche Begriffe. So Frauenliegestützen, Frauenautos. Ich krieg da einen Rappel. Ja? So. Einfach Liegestützen auf Knien. Ja? Die meisten, die den Fehler machen, ist, die fangen so an. Ja, seht ihr das? Den Po schön raus, ja? Sieht man mal schön den Knackarsch. Dann geht man so runter. Ja? Hier. Das hat so gut wie gar keinen Taug. Ja? Ich merke da so gut wie gar keine Belastung. So, versucht da auch wieder zu schauen, dass ihr eine gerade Linie bildet. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und deshalb fange ich lieber im Boden an. Ja? Weil hier liege ich ja schon gerade. Und von hier aus versuche ich Spannung zu halten und mich hier hoch zu pushen. Ja? Und wieder ab. Hoch und ab. Okay. Wenn das locker geht, machen wir das Ganze auf den Beinen. Ja, und hier könnt ihr es genauso anfangen. Gerade liegen bleiben, ja, und versuchen schön Spannung zu halten. Und dann auf und ab. Auf und ab. Ja? Gut. Und wenn ihr es dann besser könnt, könnt ihr auch knapp über dem Boden mal kurz Spannung halten, ja, ohne den Boden zu berühren. Ja. Dann hoch und dann werden sie richtig intensiv. Und ab. Hoch. Und okay, cool. Zu wissen ist wichtig, je breiter ihr greift, desto mehr wird die Brust angesprochen. Ja? Je enger ihr greift, desto mehr der Trizeps, die Schultern, die arbeiten eigentlich in jeder Phase. Und Körperspannung, das heißt, ihr trainiert ja auch den Bauch mit gleich. Ja? Weil ihr müsst euch ja gerade halten und den Rücken auch mit dabei, wie mit der Plank. Nur, dass ihr noch ein bisschen mehr Bums quasi hier in dem ganzen Bereich habt. So. Jetzt für Kampfsportler an sich, ja, ich sehe öfter mal Leute, die pumpen kurz und tief, ja, die machen das hier, das sind dann hier diese kurzen Dinge. So Leute, jetzt, die wären okay, wenn ihr nur kurze Haken schlagt, ja, fürs Boxen. Jetzt kommt ein bisschen Halbwissen von mir, ich weiß es nicht genau, ich reime mir das jetzt einfach zusammen. Wenn es einer besser weiß, der kann das gerne kommentieren, ja, bleibt aber freundlich und fair. Und ich bin ja auch ehrlich zu euch. So, für mich wäre es besser, weil wir zum Beispiel, wenn wir einen Jab oder einen Punch boxen, dass wir lang rausarbeiten. Ja? Deshalb, wenn ihr schon so halbe macht, dann macht die lieber im oberen Bereich hier. Ja? Als hier im unteren Juckelbereich. Ja? Im unteren Bereich, man merkt einfach, es pumpt, aber der Muskel verkürzt, ja, verkürzt. Wir brauchen den ja lang. Wenn ich ausschlage, ja, mache ich den Arm lang. Bip, ja. Und das ist halt wieder wichtig. Okay, cool. So, Handgelenkstellungen bei den Liegestützen. Ihr könnt sie machen, wie ihr Bock habt. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Die einfachste ist, Hände abstellen, ja, Finger zeigen nach vorne. Ja, pumpt hier in der Aktion. So, gibt es welche, die pumpen in der Aktion. Finger zeigen nach außen. Da werden die Muskeln auch nochmal anders angesprochen. Ich habe die Dinge auch schon mal so gemacht, dass ich die Finger nach hinten gedreht habe, werden aber mega anstrengend. So, falls ihr Handgelenkprobleme habt, lasst es sein. Macht einfach was anderes. So, dann gibt es die Möglichkeit, um die Handgelenke ein bisschen mehr zu schonen, die auf den Fäusten zu machen. So, was heißt schonen? Das Handgelenk wird nicht überstreckt, es wird aber trotzdem belastet. Ja? Also, es wird nicht überstreckt, es wird aber hier belastet. Ui, hab's vergessen, Armband brauche ich ja nicht während dem Training. So,
Ich muss aber hier ausgleichen. Das heißt, wenn ihr umknickgefährdet seid, müsst ihr hier extremst aufpassen. Auf den Fäusten, die Liegestützen. Yep. Und auf. Yep. Und auf. Und ich gehe dabei immer am liebsten auf die vorderen zwei Dicken, weil mit denen schlage ich zu. Ja? Ist jetzt wieder Ansichtssache, ob ihr die auf den hinteren drei macht, auf den kurzen oder auch auf die zwei großen geht. Ja? Nur, ihr fangt an zu wackeln, zu zittern und da muss die Kraft einfach da sein, das ausgleichen zu können. Ja, das ist halt wichtig. Und ich hoffe, das Video wird euch nicht zu lang und zu langweilig. Okay. So, da gibt es auch welche, die machen es auf dem Handgelenk. Ja, also hier, auf dem Handgelenkrücken. Habe ich auch schon mal gemacht, jetzt mittlerweile aber schon lange nicht mehr. Bin zu schwer und nicht geübt genug. Ja. So, aber absolut möglich. Wieso nicht? Ja, wenn es euch keine Schmerzen bereitet, wenn es okay für euch ist, ja, dann kriegt ihr das alles stabil hin. Ja. Wir sind ja flexibel. So, auf den Fingern, ja, die Möglichkeit. Ja, gibt es ja das eine Mädel, was es auf einem Finger sogar macht, das kriege ich nicht hin. Ja, auf den Fingern könntest du vielleicht nochmal so ein, zwei Dinge schaffen. Ja. Aber da fehlt die Fingerkraft, ich merke schon. Gut, so viel dazu. Jetzt, um die Handgelenke besser zu trainieren für Schläge, ja, zeige ich euch jetzt nochmal eine andere Möglichkeit, die aber gefährlich ist. Ja? So, da bin ich wieder und habe auch schon direkt ein paar Kettlebells gezaubert. Und müssen nicht unbedingt Kettlebells sein, da gibt es ja auch so Halter, ja, die stabil sind, aber die brauche ich extra instabil. Ja, die sind unten, haben sie eine ganz kleine Fläche, ganz kleine Auflagefläche, sind dadurch sehr wackelig und unstabil. Ja, das brauche ich fürs Handgelenk. Die Verletzungsgefahr ist jetzt maximal. Ja, das heißt, wenn ich hier umknicke, tue ich mir weh. In die Richtung auch. Ja, im schlimmsten Fall verletze ich mir halt die Knochen. Kann mir auch was brechen bei. Ja, so. Deshalb höchste Aufmerksamkeit bei sowas. Und schaut mal her. Schaut mal, wie die Handgelenke gleich wackeln werden. Seht ihr das? Da habe ich nicht mehr gepackt. So Leute, Körperspannung halten und aufpassen. Ja, und dadurch, dass die Handgelenke wackeln, sprechen die ganzen Muskeln an und müssen stabilisieren. Die müssen das Handgelenk stabilisieren. Und das braucht ihr auch beim Boxen. Ja? Die Faust, das Handgelenk, das muss stabil sein, das darf nicht einfach so wegknicken. Ja? Und durch solche Übungen, wo ihr über Instabilität und Kraft trainiert, ja, da kriegt ihr die Muskulatur richtig gut eintrainiert für die Fäuste, dass ihr einen schönen, starken, massiven Schlag habt, dass alles ordentlich hält, dass alles stabil bleibt. Cool. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wie gesagt, Apparato abonnieren, sehr gerne, gell? Wieder da oder da und einen für mich. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst euch auch da und aktiviert die Glocke, damit das Video auch immer direkt angezeigt wird. Leute, hat mir wieder Spaß gemacht und jetzt gleich wieder zur Challenge. Ich muss meine 30 Liegestützen noch machen für die Gruppe. Falls ihr euch der Gruppe anschließen wollt, dürft ihr gerne dem Link in der Videobeschreibung folgen. Ansonsten passt. Ich bin raus. Bis bald. Ciao.